In dieser Challenge, die vorne mit dem Ergebnis, ist der Martin Frischknecht und ihn begrüßen wir mit einem warmen Applaus auf der Hackathon-Bühne. Dankeschön. Merci, Giacinto. Gut. Die Ausgangslage hast du, Giacinto, schon kurz erwähnt. Es geht darum, aus dem Baubereich Informationen, die in der Stadt vorliegen, sichtbar zu machen, den Bürgern zu zeigen und da einen Einbezug auch mehr von allen Anspruchsgruppen sicherzustellen. Wir haben mit dem Hackathon eigentlich ganz am Anfang angefangen, in der Konzeption. Haben uns am Anfang einmal überlegt, was sind denn Anwendungen, der Nutzen, der da könnte entstehen. Auf der anderen Seite haben wir uns nachher dann konkret eine Umsetzung überlegt, ja, wie könnte die aussehen, welche Informationen liegen heute vor, wie bringen wir die raus. Hier am Flipchart ein paar Eindrücke. Hier bereits einen ersten Versuch, mal eine Liste zu exportieren mit Informationen, die wir aus der Geschäftsverwaltung, aus dem CMI, wo auch alle Baugesuche drin sind, kann rausbringen und die darstellen in geografischer Relation auf den Grundstück oben im Wetzikon. Ja, ein paar Details. Wir haben die Zielgruppe natürlich Einwohner, aber auch die Verwaltung, Bauherren, Planer identifiziert mit ein paar Bedürfnissen, die sie könnten haben. Zum Beispiel Bürger, die sehen wollen, was passiert da in der Nachbarschaft für eine Bautätigkeit. Was läuft vielleicht im Rahmen von, wenn man jetzt eine Verwaltungsaufgabe hat und an einem bestimmten Projekt dran ist, was läuft da vernetzt rundherum, habe ich alle Informationen. Ein paar Eindrücke, wie das ausgesehen hat. Da am Tisch der Stefan Lenz, der Thomas und von der Talus Informatik haben wir auch den Florian am Tisch gehabt. So ist die Arbeit eigentlich interdisziplinär gelaufen, weil das Ziel ist ja auch, dass man dann kann Informationen auf der Webseite, auf der neuen von Wetzikon präsentieren kann. Ja, was haben wir für Herausforderungen gehabt? Erstens mal die Frage, welche Informationen dürfen wir denn überhaupt öffentlich darstellen? Ist das rechtlich erlaubt? Da haben wir gemerkt, es gibt vorhandene Prozesse, Vorauflagen. Was heute schon vorhanden ist, dürfen sicher darstellen. Denn das Problem ist die Qualität der Daten. Sind die homogen? Sind da sämtliche Attribute abgefüllt? Dann müssen wir als Prozess anpassen im Baugesuchsprozess, dass wir alle Daten so haben, um gefilterte Informationen herauszugeben. Und nicht zuletzt auch ist die IT-Systeme sind heute nicht so offen. Dass wir gerade einen sauberen Report rausgebracht haben, da haben wir recht müssen üben, dass wir mal irgendwo nur schon einen Pilot angebracht haben. Genau, da habe ich schon etwas erwähnt. Die Umsetzung ist dann einmal in einem ersten Fall mit Gebäudenummern, Grundstücksnummern, mit auch bestimmten Feldern aus der Baugesuchspublikation, mit Datumsfeldern, wenn ist eine Bewilligung erteilt worden und so weiter. Ja, das ist einmal so umgesetzt worden in meinem ersten Pilot. Hier eine Visualisierung auf dem Portal, das Wetzikon heute im Einsatz hat von der Ingesa, das Geoportal. Jetzt in dieser Darstellung hat man mal eingefärbt, rot, das sind aktive Baugesuche, gelb sind die aus früheren Jahren und dann auch mit ein paar Sachdaten dazu. Da kann man gleichzeitig auch auf dem, also die Karte, die hat man gerade live, die ist jetzt im Moment nicht öffentlich freigeschaltet, aber in einer Benutzergruppe zur Verfügung. Kann man das mit dem Handy, mit dem Ortungsdienst, wo man sich gerade befindet, kann man durchlaufen, kann draufklicken und kommt dann auch gerade an die Informationen aus den laufenden offenen Bauzonen. Ja, das weitere Vorgehen, was ist noch geplant? Es sind mehrere Schritte. Nach dem Prototyp gäbe es Phase 1, wo man das einmal in einem definierten Export aus dem CMI mit sauberen Prozess
dann auch visualisiert auf der Webseite und im Geoportal von WCK. Dann in einer zweiten Phase wäre es ein wirklich systematisch nachgeführter Prozess, dass das irgendwie täglich immer aktualisiert ist. Und Zukunftsvisionen, wenn es natürlich möglich wäre, dass Bürger in einem bestimmten Perimeter könnten, ein Abo machen, wo sie immer benachrichtigt werden, wenn dort irgendetwas läuft. Also sechs Baugesuche, sechs Änderung in einem Geobasis-Datensatz, neue Zonen, irgendeine Veränderung, dann sollten sie eine Benachrichtigung bekommen. Oder natürlich auch eine Aufnahme in die Melderfunktion von WCK. Ja, das wären so die weiteren Schritte. Dann gebe ich gerne wieder zurück.